Liebe Zuschauer, am vergangenen tropischen Wochenende gab es viele Dinge, die stattfanden, unter anderem auch ein Parteitag der Linken in Burg. Auf diesem Landesparteitag wurde ein neuer Vorsitzender gewählt und der steht hier neben mir, Stefan Gebhardt, natürlich vielen, vielen bekannt hier. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank. Herr Gebhardt, wie kam es denn dazu? Naja, ich wurde vorgeschlagen oder wurde angesprochen schon Ende letzten Jahres, nachdem bekannt war, dass unser alter Landesvorsitzender Andreas Höppner nach 2 Jahren beschlossen hat, nicht wieder anzutreten, bin ich halt gefragt worden von diversen politischen Mitstreitern, ob ich denn mir dieses Amt zutrauen würde. Ich hatte da ein bisschen mehr Bedenkzeit erbeten und dann Anfang des Jahres zugesagt und die ganze Geschichte dann versucht intensiv vorzubereiten und jetzt am Wochenende war der Parteitag und ich bin gewählt worden und bedanke mich sehr herzlich für das Vertrauen, was mir dort entgegengebracht wurde. Was wird sich denn jetzt in der politischen Arbeit ändern? Naja, ich werde meinen politischen Schwerpunkt noch weiter auf das Landen, auf die Gesamtpartei ausrichten. Also sprich, wir wollen zu den nächsten Landtagswahlen hervorragend abschneiden. Das heißt aber nicht, dass ich weniger hier im Wahlkreis, in meiner Heimat, dem Mansfelder Land, präsent sein werde. Ich habe hier 2 kommunale Mandate, die ich versuchen werde, intensiv auszufüllen und muss gucken, dass das zeitlich natürlich alles funktioniert. Aber wie gesagt, Hettstedt und das Mansfelder Land ist meine Heimat und hier werde ich auch weiterhin politisch aktiv sein.